Auch in diesem Jahr war es wieder soweit. Rund 30.000 Jünger der schwarzen Szene pilgerten gen Leipzig, um dem 9. Wave-Gothic-Treffen beizuwohnen. Die große Anziehungskraft des viertägigen Festivals war wohl unter anderem auf die Besonderheit zurückzuführen, dass das bunte bzw. schwarze Treiben nicht auf einem abgegrenzten Gelände stattfand, sondern die Veranstaltung sich über 13 Locations im gesamten Stadtgebiet von Leipzig ausbreitete. Bevor man sich jedoch als dazugehörig deklarieren durfte, musste man wohl oder übel längere Wartezeiten an den offiziellen Verkaufsstellen einplanen, um in den Besitz der begehrten schwarzen Bändchen zu gelangen. Wie hier am Werk 2 konnte diese Prozedur bei 30 Grad im Schatten bis zu 2 Stunden in Anspruch nehmen. Nichtsdestotrotz, die Vorfreude auf 400 Bands, Performances, Lesungen und andere Highlights hielt die Stimmung aufrecht. Die Eröffnungsveranstaltung startete am frühen Abend in den Hallen auf dem Agra-Gelände. Über den zu diesem Zeitpunkt gut funktionierenden Ablauf des Festivals konnte man sich im Programmbuch hintergründig informieren. Den Auftakt bildeten eine Modenschau, Performances und natürlich die verschiedensten Live-Acts, wie zum Beispiel Vox Zeitgeist. Der konnte sich stattdessen von der kraftvollen Melancholie der Songs von Catastrophe Ballet beeindrucken lassen. We'll be right back.
Als Kontrastprogramm beeindruckte Government das Publikum. Festivalalltag war im vollen Gange. Die Besucher nutzten ausgiebig die Möglichkeiten auf dem Acker-Gelände, sich über die neuesten Trends der Szene zu informieren oder die eine oder andere Rarität zu erstöbern. Die Zeltplätze am Acker-Gelände waren ausgesprochen begehrt, hatte man es doch nicht weit zu den anliegenden Veranstaltungshallen. Die gnadenlose Sonne weckte in vielen Schwarzgekleideten den Wunsch nach einer erfrischenden Dusche, welche jedoch nur nach längeren Wartezeiten realisiert werden konnte. Während der eine oder andere sich noch in aller Ruhe stadtfein machte, flanierte mancher durch die Innenstadt Leipzigs oder begab sich auf direkten Wege zur Moritzbastei, welche als Schauplatz für ein mittelalterliches Treiben diente. Rund 30.000 schwarze Gestalten gingen natürlich nicht unbemerkt an Leipzigs Bevölkerung vorüber. Und so konnte man die verschiedensten Reaktionen im Stadtgebiet beobachten.
Ich finde es sehr interessant, die Leute anzuschauen. Finde ich gut. Manche sehen gut aus. Kommen Sie anschauen. Solange die mich nichts tun, ist mir das egal. Ich finde das gut, dass die ihr Leben leben. Wenn es Spaß macht. Die Leute lassen sich nicht verbiegen, denke ich mal. Das ist eine gute Sache. Was man davon halten soll, ich weiß es nicht. Ich würde mal sagen, manche sehen ganz süß aus. Ja? Aber manche, da könnte man sich kaputt lachen, wie manche rumrennen. Aber manche sind ganz niedlich. Ist nicht meine Art, aber wir finden es halt lustig. Ja, was heißt lustig? Das ist die Auffassung von denen und wir gehören halt so nicht dazu. Aber wir akzeptieren das und tolerieren das. Schön. Am zweiten Tag des Festivals machten Gerüchte über Zahlungsprobleme des Veranstalters die Runde, welche durch die kurzfristigen Absagen der Auftritte von And One und Philipp Bohr verhärtet wurden. Wolfsheim war somit der letzte Live-Act, welcher vor der Kulisse des Völkerschlachtdenkmales spielte. Und jetzt, denke ich, wollen wir doch noch ein nettes Konzert haben, oder nicht? Okay, dann los geht's. Beeindruckt von der Misere am Völkerschlachtdenkmal, gingen die Konzerte am Werk 2 über die Bühne. We'll be right back.
Die Gerüchte vom Vorabend sollten sich bei der offiziellen Pressekonferenz bestätigen. Wir haben gestern Abend festgestellt, dass die Wave Gotik Treffen Veranstaltungs GmbH zahlungsunfähig ist. Die Geschäftsleitung hat mich dieser halben angewiesen, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen. Das werde ich am Dienstag machen. Es hat sich eine Initiative aus Mitarbeitern der Gesellschaft, aus Vertragspartnern der Gesellschaft und wohl zum Teil auch aus Künstlern gebildet, die sich bereit erklärt hat, zu versuchen, den Karren aus dem Dreck zu fahren. Das soll dergestalt erfolgen, dass eine Art Rumpfveranstaltung im Wesentlichen auf dem Gelände der Agra und in der Halle 16 durchgeführt werden soll. Gesagt, getan. Und so machten sich einige Idealisten ans Werk, um bis zum Abend eine Abschlussveranstaltung auf die Beine zu stellen, die unter der kostenlosen Mithilfe der bisher beteiligten Firmen, Künstler und Mitarbeiter eine organisatorische Glanzleistung darstellt. Die Messehalle 16 diente letztendlich als Location für Bands wie zum Beispiel Velvet Acid Christ. Cool, dass das Festival trotz der ganzen organisatorischen Schwierigkeiten doch noch so gut geklappt hat. Aber das ist eigentlich zum Beispiel hier im Falle der Messehalle 16 nur knapp 70 Idealisten zu verdanken, die hier eigentlich normalerweise professionell arbeiten und die sich dann halt mehr oder weniger die Nacht um die Ohren geschlagen haben, um hier trotz allem und ohne Aussicht auf Bezahlung ein Programm zusammenzustellen, um das Publikum zufriedenzustellen und so weiter, weil den Leuten geht es dann teilweise doch um den Vibe, um den Spirit der Veranstaltung und darum, dass die Leute dann doch zufrieden nach Hause gehen. Und ich finde es eigentlich sehr schade, dass das, was man eigentlich zurzeit in der Presse hört oder im Radio, dass es eigentlich nur die negativen Sachen sind über die Insolvenz und nicht, wie ruhig das Ganze hier abgeht. Weil wenn das hier ein Metal-Festival wäre, dann läge Leipzig schon längst in Schutt und Asche.
Dive, der Überraschungsgast des Abends die Bühne verließ, ging Welle Erdball auf Sendung. Auch Spock begeisterten die Menge mit ihrer Live-Show. Yeah!
Publikum dankte allen Akteuren mit einer euphorischen Stimmung, die trotz aller widrigen Umstände nicht besser hätte sein können.